voriges Jahr, als das Donauschwäbische Volkstanzensemble Verischwar den 60. Jahrestag seiner Gründung feierte, war der Choreograf und künstlerische Leiter Josef Wenzel auch dabei. Einen Tag später starb er. Ein Jahr nach seinem Tode veranstaltete sein Ensemble einen Gedenkabend und gab auch ein Buch mit dem Titel »Zehn Talente« aus. Dieser Titel weist auf die Rede von Pfarrer Bollo an Wenzels Sarg hin. Er erinnerte an den Diener aus dem Evangelium von Matthäus, der, wie auch Josef Wenzel, sein Talent vervielfachen konnte, indem er es verwendet und an viele Menschen weitergegeben hat. Was wir heute gesehen haben, ist eine Zauberei, eine schwäbische Zauberei. Ich war Arschlott, ich glück. Veletek. Was hier auf der Bühne geschah, war ein Zauber, eine Zauberei. Dies sagte Josef Wenzel bei der 60-Jahre-Feier der Verischwarer Tanzgruppe. Jetzt, am 25. Oktober im Jahre 2014, nachdem das 60-jährige Jubiläum zwei Tage lang gefeiert und dabei besonders seine Leistung gewürdigt wurde und seine vielen Tänzer und Tänzerinnen zuletzt gemeinsam getanzt haben, um ihn mit einer seiner früheren Choreografien mit der Verabschiedung der Braut zu ehren. Am 26. Oktober tanzte Josef Wenzel, Tänzer, Choreograf, Ehrenvorsitzender und künstlerischer Leiter der deutschen Nationalitäten-Tanzgruppe Verischwar, für immer von uns und gesellte sich dort oben zu seinen großen ungarndeutschen Choreografenkollegen Stefan Brieber oder Nikolaus Manninger. 61. Jahr bin ich dazugekommen. Ganz pünktlich weiß ich, am 1. März. Georg Hiddasch hat mir gefunden, dass du kannst schön Deutsch singen und Deutsch alles verstehen, ja, und dann musst du in dieser Tanzgruppe teilnehmen. Bin ich dazugekommen mit meinem Freund, der heißt Vagashi Andrasch, ja, da sind wir zwei in der Gruppe gekommen und seit dieser Zeit bin ich da. Josef Wenzel blieb 53 Jahre bis seinem Lebensende mit der Volkstanzgruppe verbunden. Zunächst als Tänzer, später als Choreograf und künstlerischer Leiter. Ende der 60er Jahre übernahm er immer mehr das Choreografieren von dem Tanzgruppenleiter Agos Tonlányi. Das gleiche Haus, das Haus der Künste in Verischwar und die gleiche Bühne ein Jahr später. Im Oktober 2015 erinnern sich das Verischwarer Donauschwäbische Volkstanzensemble, die Familienmitglieder, Gäste aus In- und Ausland und eine große Verischwarer Gemeinschaft an den vor einem Jahr verstorbenen Choreografen Josef Wenzel. Seine Tänze führen verschiedene Generationen der Verischwarer Tänzer auf. In Pilisztaba die Tanzgruppe unterrichtet, 16 Jahre lang. 16 Jahre lang? Ja. Und er war ein sehr guter Mensch.
Und die Kinder, die haben auch so auf der Josef so hoch geschaut. Und ich kann nur gute und schöne Sagen von Josef. Ja, also er war nicht nur in Verischwar, sondern auch in anderen Orten hat er Tanz unterrichtet. Ja, er war in Pilistoba und mehrere Orte, Leányvár, Szár, Tatabánya, Iberá. Ich bin zur Ehre von Josef Wenzel gekommen, weil ich konnte mich nicht verabschieden letztes Jahr. Dann habe ich gesagt, dieses Jahr muss ich da sein, wenn die Gedenkfeier da ist. Die Verischwarer Tanzgruppe hat einen Gastauftritt in Mospa und da sind wir uns begegnet. Das war 1990 und seit dieser Zeit sind wir sehr, sehr liebe Freunde geworden und es hat uns immer viel bewegt, die donauschwäbische Kultur zu erhalten und zu pflegen. Das war das Gemeinsame, nicht? Das war eine gemeinsame Plattform, wo man auch sehr schnell zueinander gefunden hat. Ja, das war die Plattform. Und danach hat mich der Josi mal zu einem Lehrgang hier nach Verischwar eingeladen, wo der Miklos und der Josi den Lehrgang geführt haben, eine Woche lang. Es hat so viel Spaß gemacht. Das Ungarn-Deutsche hat Josi Wenzel sehr viel zu verdanken mit seinen Tänzen, mit seinen Choreografien, seiner Liebe zum Schwabentum. Das war der Josi das Wichtigste, was er hatte. Die Liebe zum Schwabentum. Die Tänze von Josi werden auf der ganzen Welt getanzt. Der Josi hat wirklich offen für alle Gruppen. Ist egal, ob aus Amerika, aus Kanada, aus Brasilien. Er hat allen seine Tänze gezeigt. Und das war das Wichtigste für den Josi, dass man sieht, wir gehören zusammen. Ich persönlich bin sehr dankbar für Josi. Damals habe ich angefangen als Akkordeon zu spielen und Josi hat gesagt, Bozi, das ist mein Spitzname, du sollst Tuba spielen. Es gibt so viele Akkordeonspieler, aber sehr wenige Tuba-Spieler. Und da habe ich ihm ja gesagt und so konnte ich Mitglied sein der Grafikon-Kapelle. Und unsere Kapelle war die Begleitungskapelle der Verischwarer Tanzgruppe. Und wir haben sehr viele gemeinsame, schöne und erfolgreiche Erfolg und Erlebnisse gehabt. Ich bin auch ein Verischwarer, ja. Wir haben sehr gute Kontakte mit Josi gehabt. Also er war ein super Choreograf und ein guter Mensch, ein guter Schwab. Mir wurde gesagt, so viele Leute kommen in Verischwar selten zusammen. Aber jetzt zu seiner Erinnerung ist dieser Saal voll. Ist das so? Ja, das kann ich jetzt behaupten. Thank you.
Das war in 1992, seit 22 Jahren oder 23 Jahren. Und ich war sehr klein. Wie alt? Sieben Jahre. Ja. In dieser Zeit alle Kinder tanzen in der Tanzgruppe. Es gibt nur diese Volkstanzgruppe und es gibt die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren. Und es war sehr attraktiv für alle. Und alle tanzen, wie meine Mutter auch. Und wie ist es heute, nach 23 Jahren und ein Jahr nach seinem Tod? Wir sind 130 in dem Verein, also 130 Mitglieder und in vier Altersgruppen, von den Kindergarten bis zum Erwachsenen. Und es ist sehr schwer, aber wir möchten seine Arbeit weiterführen, ja, und seine Tänze immer mehr aufführen. Wie viele Choreografien von Josef Wenzel kann die Verischwarer Tanzgruppe tanzen, wenn man alles zusammenzählt? Wir wissen über 35, aber davon zwei wissen wir noch nicht. Das hat er noch nicht uns gelehrt, aber ich habe noch, schon mit den Leinwarer Tanzgruppe besprochen, dass sie können uns diese zwei Tänze. Den Leinwarern hat er das beigebracht? Ja, sie haben schon das gelernt von Josef. Ich glaube, Josef Wenzel bedeutet für Verischwar sehr viel. Er hat jahrzehntelang die Traditionen der Ungarn-Deutschen gepflegt und auch den Namen Verischwar, glaube ich, sowohl im In- als auch im Ausland bekannt gemacht. Seine Choreografien werden von sehr vielen Tanzgruppen getanzt. Und das bedeutet auch, dass der Name Verischwar auch in sehr vielen Orten auftaucht, sowohl in den Tanzgruppen als auch an den verschiedenen Veranstaltungen. Also ich glaube, seine Arbeit, was er in den Jahrzehnten, durch die Jahrzehnte gemacht hat, bleibt für uns immer ein Schatz. Zum Glück sind in Verischwar die Nationalitätenveranstaltungen sehr gern und gut besucht, was auch natürlich ihm zu verdanken ist, glaube ich. Denn er hat, wie ich schon gesagt habe, die Kultur unserer Ahnen gepflegt. Und wie man sieht, es gibt auch sehr viele junge Tänzer. Und was uns sehr große Freude macht, dass auch die kleinen Kinder begeistert tanzen. Und ich glaube, das ist eine Hoffnung, dass seine Tänze auch in der Zukunft erhalten bleiben. Und wir hoffen natürlich, und die Tanzgruppe hofft sicherlich auch, dass der Saal bei solchen Veranstaltungen immer so voll sein wird.